Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 6. Staffel zur Folge Nummer 54 und heute reagieren wir mal ein wenig auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank dafür und bei Weitem werde ich nicht auf alles reagieren können, aber so ein bisschen mal was rausgepickt und rausgesucht, vielleicht auch so das Wichtigste. Meiner Meinung nach habe ich mal jetzt hier parat, um mich abzureagieren. So, also viel Spaß mit diesem Video und ja, wir legen gleich los, fliegen immer gerade noch wieder über die schöne Szenerie weg. Rechts die Gleise, wundervoll. Die Brücke ist noch recht unbelebt, gell? Ich glaube, da fährt nichts drüber. Wir sollten mal gucken, ob wir da auf kurz oder lang noch was rüberjagen können. Na gut, also jetzt steigen wir mal ein. Auf geht's. So, und während ich das noch sage, natürlich fährt hier was rüber. Ganz alter Plunder fährt hier rüber. Straßenfahrzeug LKW Brot 1 fährt hier rüber. Welche noch die Lebensmittel von Wasserlach nach Federn transportieren. Boah, wir haben so viel zu tun. Na gut, darum soll es jetzt aber im ersten Step mal nicht gehen. Es geht darum, der liebe Luca A. war sehr aufmerksam, der liebe Remo, Ralf, Petra, Fabtendo, ihr habt es alle mitbekommen, dass ich hier tatsächlich falsche LKWs eingesetzt habe auf die Linie. Wahrscheinlich ist es die LKW-Baumaterial. Und ja, das sind LKWs, die transportieren gar keine Baumaterialien, sondern nur Steine. Heißt, Fahrzeuge verwalten. Wir müssen die einmal durchändern. Bevor wir das tun, ich habe natürlich wieder alles vergessen, die fahren die Steine nach Wasserlach. Und in Wasserlach haben wir eine Quote oder beziehungsweise 76 Einheiten, die eigentlich abgenommen werden sollen, müssen, möchten. Und entsprechend probieren wir die Rate jetzt darauf auch anzupassen. Fahrzeuge verwalten. Zip. Und wir tauschen mal alle aus mit dem Ziel, hier 76er Rate hinzubekommen. Wir haben schon fast eine Punktlandung gemacht mit 75er Rate, aber eben Stein und nicht Baumaterial. Also, Momentchen mal bitte. Ich habe mir das auch nochmal ein Video angeschaut. Ich habe einfach tatsächlich hier Stein aktiviert gehabt und hätte das machen sollen. So, aber guck mal, gibt es ihn da nicht auch? Ist es nicht derselbe, den wir hier haben? Ich lasse mal kurz gucken. Was habe ich denn angewählt? Zip. Hatte ich den, gell? Ja, der war's. Ist das der Opel Blitzkipper? Okay, das ist das Problem. Gut, ihr Lieben. Den haben wir jetzt aber korrigiert. 60 km/h schnell mit 13 Einheiten. Und der hier ist doch auch neu, oder? 60 km/h bei 11 Einheiten. Den kenne ich auch noch nicht. Sauer C-Typ. Der ist vielleicht nicht ganz so cool wie der hier. Doch, warum soll er nicht cool sein? Wir nehmen den einfach. Baumaterialien gehen rauf, ersetzen. Zip. Und wir springen auf 69 runter. Ich habe wieder nicht aufgepasst, aber gut. Lassen wir erstmal so. Lieber so als gar nichts. Freunde, nochmals vielen Dank. Guck mal, jetzt kommt hier auch wieder was rauf. Jetzt geht's wieder los. Wäre auch schade sonst. Wie viel liegt denn hier eigentlich? 33. Okay. Jetzt kann der aber sich dann mal losbewegen, wenn er voll ist. Na, der fährt erstmal so los. Schöne Animation übrigens. Hinten die Klappen auf und zu. Sehr, sehr nice. So, denn der liebe Lukas L. hat noch fix ein Signal zu ergänzen und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, oder? Ich hab's sogar gesetzt, Lukas. Ich hab's aber im Video auch nicht gesehen, ich hab's mir selber angeschaut. Du meinst das hier? Ich glaube, ich habe das aus Versehen rausgeschnitten. Hat sich das auch schon erledigt? Hammer. Okay, dann fliegen wir mal rüber nach Gabeln, Jonsbach einmal hierher. Und wir machen nochmal einen Kameraflug über den Flughafen. Ja, Freunde, und ihr habt mich ausgeschimpft, wie ich den Flughafen positioniert habe. Dabei habe ich es doch bewusst so getan, dass die Flugzeuge so ein bisschen spektakulär über die Stadt hinweg rein oder rausfliegen. Und der liebe Luca A. hat auch eine perfekte Lösung für. Wir lassen das jetzt so, aber hier in Gabeln-Jonsbach, wie auch an der anderen Stelle. Moment, da fliegen wir nochmal hin. Hier der andere Flughafen, Lüdach am See. Boah, komische Kameraperspektive, Aufnahme, die ich gewählt habe. Sei es drum. Also auch hier lassen wir den Flughafen so stehen, aber an beiden Stellen, wenn dann wir den Flughafen updaten zu einem moderneren Flughafen, dann werden wir ihn nochmal drehen, damit die Stadt nicht so mit dem Fluglärm belästigt wird. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ein guter Kompromiss, den da der Luca A. vorgeschlagen hat. Und solange bekomme ich noch ein bisschen spektakuläre Anflugs- oder Abflugsequenzen über die Stadt hinweg. Check. Okay, perfekt. So, dann haben wir noch ein Thema. Habe ich viel zu spät schon jetzt drauf reagiert, muss ich sagen. Der liebe Cyril Bündner, der hat auch noch ein, gewieftes Auge gehabt. Und zwar in Freifeld am Bahnhof. Und der sagt, dass hier eine Brotlinie eine falsche Rate hat. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Hier kommt das Brot an. Ihr könnt euch entsinnen. Und hier wird es dann einmal nach hier geht's nach, muss kurz überlegen, nach Gabeln-Jonsbach. Genau, wir fliegen fix mal rüber. Hierher. Und Gabeln-Jonsbach hat nämlich einen Bedarf von 183 Broten. Und wir haben hier nicht mal die Rate, die Hälfte klar gemacht. Von daher
Wenn wir das verdoppeln müssen, wir checken mal ab, wie der Zug hier dazu ausschaut. Der ist ganz schön lang. Ja, der ist ganz schön lang. Wir brauchen also einen zweiten Zug. So würde ich das sehen, oder? Das hilft alles nichts. Wir können mal kurz gucken, wie hier hinten an der Lebensmittelfabrik die Situation ist. Abnehmer. Rabach 100%. Jonsbach 100% mit 147 versendete Einheiten. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Wie ist denn hier die Rate LKW Pro 2? Ist es die Linie, die zum... Ja, die geht hier rüber, genau. Mit einer Rate 142. Was ja eigentlich auch nicht reichen könnt. Eine 142er Rate, die müssten wir noch viel herschrauben. Wenn ich verstehe, ich muss mal kurz zusammenrechnen. Allein schon das, 183. Und dann hier drüben noch Rabach. Da kommt gerade gar nichts an. Verdammte Axt, 50. Okay, also wir müssten eigentlich über 200. Dann checken wir nochmal schnell hier die Situation aus. Das passt. Uai, was ist denn hier los? Rate 200 glatt. Verstehe ich denn nicht, wenn wir die Rate glatt 200 haben. Wieso stehen die denn hier? Dasselbe checken wir nochmal. Wo ist der andere? Hier. Auch Rate 200. Beziehungsweise hier auch Rate 200 und Abnahme 200. Das passt. Also Freunde, da stehe ich wieder auf dem Schlauch. Warum wir hier die Situation haben. Kann es sein, dass zu langsam aufgeladen wird? Nee, ist auch nicht das Problem. Da könnt ihr mir gerne mal weiterhelfen. Wo liegt der Fehler? Ich lasse es für den Moment noch so, aber die Rate, die Linie kann ja auch gar nicht. Die ist ertragsreich. Es wundert mich. Naja, gut. Also das lassen wir so. Aber hier müssen wir auf jeden Fall ändern. Wobei der Versand bei 200 ist und eigentlich auch damit alles wegtransportiert. Ich muss mir nochmal angucken, auch wenn hier die Rate nur 142 zeigt. Also ich blicke da nicht mehr ganz durch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer noch alles im Blick habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber im Blick habe, ist, dass tatsächlich nicht Zugfernverkehr, sondern hier Brot 1, hier können wir wahrscheinlich eine zweite Garnitur raufhämmern. Das, was eben der Cyril Pünktner gesagt hat, oder? Ich glaube, ich mache das für den Moment mal. Und zwar so, und wir machen es ganz pragmatisch. Wir kopieren das Ding. Dann gucken wir mal, wo die Gute rauskommt. Die startet gleich von hier hinten. Okay, alles klar. Wunderbar, schöne Garnitur übrigens. Die lassen wir mal losfahren. Und dann behalten wir das vielleicht mal im Auge. Gucken, wie sich das entwickelt. So, der Alexander Schulz, der hat auch noch den Einwurf mehrmals gebracht, dass ich die Straßen alle updaten sollte, wenn wir schon mit schnelleren LKWs fahren, als die, die schneller fahren wie 40 km/h über die Straßen hinweg. Wir sehen es hier gar nicht. Doch, nee, so geht's auch nicht. Sehen wir die Straßengeschwindigkeiten irgendwo? Nee, die werden hier nicht nirgendwo angezeigt, gell? Auch interessant. Okay. Na gut, aber er hat trotzdem recht. Wir sollten das mal durchändern. Und wir werden wieder nicht alles schaffen, aber ich nehme einfach mal, ich greife mal ein, zwei, drei Linien raus. Und Linien, Straßen und modifiziere die mal fix. So, haben wir das mal. Und an der Stelle machen wir das hier auch noch durch. Sonst sieht es ja elendig aus. Oh, hier geht's gar nicht. Doch. Und hier drüben, wie viele andere Zufahrten, müssen wir nochmal optimieren. Zwecks der Zufahrtsstelle. Da pausieren wir mal das Game für. Zip. Und machen mal so. Zip. Und das machen wir auch an den anderen Stellen, wo wir gerade optimiert haben. So, ready. Und haben wir noch irgendwo anders? LKWs im Einsatz. Hier haben wir das schon alles modifiziert. Wir könnten mal gerade hier noch hinten hier den, das ist die Hang, die Serpentine runter. Serpentine, Serpentine. Ich weiß bis heute nicht, wie es hier gesprochen wird. Auf jeden Fall die kurvenreiche Straße, die werden wir jetzt aber auch mal updaten. Die kriegt ein dickes Update rein. Zip.
So, haben wir das hier auch. Zip, zip, geht's wieder schneller bergauf. Und dann machen wir den letzten Streckenverlauf hier über unsere Brücke, die wir eben schon gesehen haben. Da updaten wir einfach auch. So, und wenn wir das schon haben, dann auch hier natürlich gleich hier das Update. Zip, zip, beidseitig. Zack, neu angebunden. Hier haben wir noch eine Stelle vergessen hinsichtlich Straßenmodifikation. Das macht er nicht, die alte Pflaume. Okay, probieren wir nochmal neu. So, haben wir das auch. Und dann noch, müssten wir hinten noch updaten? Nee, das haben wir eigentlich. Was wir jetzt noch machen können, sind fix auch gerade ein paar LKWs modifizieren. An der Stelle, hier haben wir es ja gesehen. Hier sind noch die ewig alten. Was sind das, Cannstatter oder was? Ich weiß gar nicht genau. Die sollten wir auch mal gerade fix durchmodifizieren. Da gehen wir mal hier rauf. Bevor wir darauf gehen, gucken wir mal wieder erst, was denn in Federn benötigt wird aktuell. 76 Einheiten. Okay. Und hier schaut das Ganze so aus. Wir sollten das eigentlich ab Anfang an mal durchexerzieren. Hier ist nämlich nicht viel los. Fangen wir hier vorne schnell an. Ich weiß gar nicht, von welchem Bauernhof der beliefert wird. Nur von hier drüben, von dem einen. Und der ist eigentlich auch, okay, volle Abnahme. Jetzt machen wir mal hier auch noch schnell das Straßenupdate. Ordnung muss schon sein. So, dann gucken wir uns die Linie an. Die modifizieren wir nämlich erstmal. Da fangen wir an. 140 Karate. Die erhöhen wir gleich noch ein bisschen. Auch wenn ihr seht, doch, hier gehen Waren verloren. Ich wollte schon wieder irgendeinen Mist erzählen. Hier, das müssen wir auch noch modifizieren. So, passt das. Jetzt aber rein. Fahrzeuge verwalten. Und wir tauschen alle mal durch gegen irgendwas, was Getreide transportieren kann. Zip, nehmen wir mal den. Immer ein bisschen Abwechslung, wie schon tausendmal gesagt. Und dann gucken wir jetzt auf die Rate von 140. Ja, viel zu hoch. Alles klar. Da löschen wir mal ordentlich LKWs raus. Fahrzeuge verwalten musste ich gerade mal gucken. Immer noch zu viel. Einer noch weg. Dann soll es passen. Rate 204. Das schaut gut aus. So, und jetzt gehen wir hier rüber und gucken uns hier die Geschichte nochmal an. Ich habe natürlich wieder vergessen, wie die Rate in Federn ist. Die ist 76 in etwa. Und dann korrigieren wir das jetzt mal. Fahrzeuge verwalten. Wir nehmen mal zuerst eine gute Handvoll oder mehr runter und den Rest ersetzen wir gegen Fahrzeuge, die Brot transportieren können. Jene. Zip. So, na gut, viel zu hoch. Nehmen wir noch welche raus. Okay, so lassen wir es mal einfach. Haben wir das auch durch korrigiert, durch exerziert. Dann der liebe Jengott, der hat auch noch einige Anmerkungen zu Recht, wo wir hier unten gerade erst dieses sehr spannende Gleis hier gebaut haben. Es ist so, dass es ganz gut ausschaut, aber wir haben das Problem, an dem Badewagen sieht man es ganz besonders, der sieht einfach auf gut Deutsch beschissen aus. Und das ist, wenn die Gleise auf Steigung und Gefälle unterwegs sind, kann man da nichts Schönes hinzaubern. Das ist ein Riesenproblem. Ich pausiere mal das Game und probiere das nochmal wegzumachen und neu adäquat hinzusetzen. Reiß dafür auch mal das hier komplett weg und bin mal gespannt, ob ich das ein bisschen schöner hier reinkriege. Ich glaube aber, es könnte ein Problem bleiben. Mal gucken. So, jetzt muss ich hier ganz schön lange rumbauen, bis es hoffentlich etwas schöner ist. Und augenscheinlich sieht es auch schon besser aus. Wir müssten jetzt mal nur warten, bis hier tatsächlich mal ein Zug langkommt, damit wir uns das genauer angucken können. Momentchen mal, wo bleibt denn einer? Ich gucke mal kurz. Viel fahren hier noch gar nicht lang. Das ist tatsächlich wirklich nur einer, der hier lang fährt. Aber er kommt gerade. Okay. Dann machen wir mal eine schöne Kameraperspektive an. Da hat der liebe Jengott nämlich recht.
das muss schon vernünftig aussehen. Bahnübergänge sind auch eine echt tolle, idyllische Sache mit Flair, aber wenn du denn da so einen S-Schlag drin hast, was das Spiel oft allein generiert. Jetzt ist schön, guck mal, Jengott. Nice. Jetzt ist viel besser. Also das muss schon sein. Guck mal, wie schön es aussieht. Obwohl wir nicht mal groß rumtexturiert haben. Einfach idyllisch. Okay, soll ich mir noch einen anderen Bahnübergang antun? Ich glaube ja. Wir haben nämlich hier gleich den nächsten. Und ich kann euch sagen, der sieht genauso bescheiden aus. Ich glaube aber, den kriegen wir nicht aufgelöst. Ich kann nochmal mit dem Kameratool draufhalten. Ja, und guck mal, ihr seht es schon, ohne dass hier ein Zug kommt, wie der S-Schlag hier ist. Katastrophe. Ich denke, ich höre ja einen Zug, aber ich sehe keinen. Ach, der fährt da hinten lang. Da kommt einer. Schnell rauf im Kameratool. Moment. Zur Demonstration gucken wir uns das noch an, auch wenn es jetzt schon klarsichtlich ist. Bub und Bub. Wird's nie wirklich so geben, gelle. Aber hier ist die Steigung einfach so hoch von der Schiene. Und das Spiel würde es nie richtig machen. Von daher hilft hier, glaube ich, nur eine Brücke. Wir kriegen das ansonsten nicht ausgeglichen, weil zu viele Weichen vor und hinter dem Bahnübergang sind. Das kriegen wir nicht geritzt. Schade. Ach. Sollen wir da nochmal probieren? Aber das wird nichts werden, Freunde. Wir stoppen mal das Game und auch wenn es völlig Schwachsinn ist und eigentlich absolut nicht nötig, ich probiere es mal schnell. Das Auge ist halt mit, auch im Müsim, absolut, ja. Warum denn nicht? Ich probier's, Moment. Okay, hier hinten reißt schon nicht mehr aus. Hier kommen wir nicht mehr ran. Jetzt mit gut Glück nehme ich das mal noch weiter zurück und hoffe, dass da noch was machbar ist. Nope, das reicht auch noch nicht. Könnte etwas, sagen wir mal, fatal werden jetzt. Ai, hier machen wir noch das letzte Stückchen weg. So. Neuer Versuch, ob wir hier noch irgendwie anbinden können. Nee, reicht schon nicht mehr aus. Keine Chance. Also, da ist das Spiel unerbittlich. Schade. Jetzt können wir noch probieren, das Ganze ein Stück zurückzunehmen hier. Nope. Jetzt habe ich wieder ganz da angebunden, wo ich auch, mich getrennt habe, sozusagen. Und wir haben wieder die alte Gleissituation. Schade, aber das ist halt... Es ist halt auch ein Stück weit der Karte geschuldet. Die gibt's nicht her. Es ist nun mal eine absolut nice Karte, aber die ist entsprechend den Höhenniveau ist sehr anspruchsvoll und genau so eine Themen, die können durchaus ein bisschen ärgerlich werden. Also nichts für ungut. Aber wie gesagt, wenn wir sagen, das Auge ist mit und auf dieser Karte tut es das, dann ist es halt ein bisschen schade. Gut, haben wir das wieder angeschlossen? Schnell mal gucken, ob hier wieder alles hergestellt ist. Ah, die orange Linie will noch nicht so, wie sie vorher wollte. Muss ich mal kurz gucken. Woran liegt das? Die dunkelorange, seht ihr das? Das ist Zugstahl. Wieso macht ihr das jetzt so? Wir nehmen hier einfach mal das Signal. So, jetzt kommt die aber nicht mehr zum Stahlwerk. Habe ich hier irgendwas noch nicht richtig verbunden? Ach, hier. Der letzte Rest vom Schützenfest. Jetzt ab. Jetzt sollte das auch kein Problem mehr auf der Linie sein. Nee, und dann können wir uns sogar das Ding ersparen. Und trotzdem macht die Linie das, was sie soll. Gut, das. Dann stelle ich noch wieder die paar Signale hin. Und dann hilft es nichts. Dann werden wir hier die Straße überführen müssen. Zip. Das Ganze kommt dann in etwa so. So, und wenn wir hier schon so überführen, dann machen wir noch ein bisschen Beton oder Mauerwerk unten drunter, dass es auch vollständig hier aussieht, anstatt nur so salopp die Brücke hingeballert. So.
So, immer noch kein megamäßiges Monument, aber einfach ein bisschen besser als Brücke, glaube ich. Wenn die auch ein bisschen krumm und schief ist. Jo, Freunde, und wir könnten hier noch ewig zu dem Thema weitermachen. Aber lieber Jengott und dann alle Zuschauer, die es auch so ein bisschen rumort im Bauch bei diesem Bahnübergang, sollten wir wieder eine recht planare, flache Map haben. In Zukunft auf einem der nächsten Projekte wird es alles besser werden. Aber jetzt hier, ja, ist es einfach so. Das wird wohl so bleiben. Guck mal, diesen Sattelbus, den wir wirklich nur einmal auf der Map haben, begegnen wir hier gerade. Interessant. Wenn ihr wisst, ob es den wirklich so gab, schreibt mal was rein oder ob das ein rein fiktives Modell ist. Würde mich interessieren. So, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind am Ende. Fernverkehr, den Zug schnappen wir uns noch schnell. Und der liebe Gregor Fischer, der wollte noch eine Patenschaft. Eigentlich vom Rheingold, aber der ist schon vergeben, mein Lieber. Von daher gibt es hier einfach mal frei weg raus den Gregor Fischer jetzt auf dieser Linie in dieser Garnitur. Okay, Freunde, wir sind fertig. Das war ein kleines Reaktionsvideo und obwohl wir nicht viel gemacht haben, ist die Zeit extrem vorangeschritten. Ich finde schon immer wieder auch krass, wie viel Zeit du in Transport Fever 2 verplempern kannst. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich wie gewohnt und immer über eure Likes und Kommentare. Wir schweben hier mal wieder über den Freifelder Hauptbahnhof, in dem Fall im Abspann hinweg. Und ich sage, weiterhin steht noch auf dem Programm, dass wir die große zweigleisige Haupttangente quer über die Map eigentlich aktualisieren auf vier Gleise. Weiterhin gilt, ich bin mir unsicher, ob das überhaupt realistisch, solide möglich ist aufgrund einer Vielzahl von Themen, wie zum Beispiel das Steigungsgefälle-Problem auf der Map, aber auch noch viele andere dazu. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checko. Servus.